Moin zu einer neuen Corner. Ja, wir sind im wunderbaren Köln im. Wie heißt der Scheiß hier? Rheinpark? Rheinpark. Ist das der Rheinpark? Ich hab's einfach hingedacht. Wir sind hier im Rheinpark mit dabei. Fantastischer Gast, Gästin. Wir haben es nachgeschaut, ist wirklich richtig. Es heißt Gästin. Gästin. Oh, Schwachsinn. <laughs> Merle Pan ist mit dabei, die Amazone. Hallo, ich bin's. Merle, wie geht's? Alles gut? <laughs> ja, alles top. Aber erst immer so vor Kamera, so richtig, ja. ne? Sonst immer nur in Livestreams. Ja, sonst immer nur Livestreams. Und vor allem eigentlich immer nur meine Streams. Ja. Und deswegen so YouTube-Videos, aber ist für weird? Andere podcasten. Ist weird, ist okay. Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, wie es wird. Doch, doch, das wird geil, das wird geil. Wie, pass auf, du weißt ja in etwa, wie das Format hier abläuft, oder? Das ja, hast, ja. Schon, hast du eine Folge geguckt? Natürlich. Du hast keine Folge geguckt. Welche Folge hast du geguckt? Äh, ich habe mir die Folge mit Dave angeguckt. Ja. So drei Minuten. Stark. Ey, es ist mehr <laughs> als meine Eltern. Spaß, Spaß. Nee, ey, pass auf. Wir machen hier immer so ein kleines Lebensinterview mäßig, so, weil ich immer spannend finde, wo die Leute herkommen. Tatsächlich ist jetzt bei dir die Situation, dass ich dich schon relativ gut kenne, Ja, das weil wir auch... In real life so tun, als wenn wir befreundet werden. <laughs> du sagst es. <laughs> yeah. also wir hängen ja verhältnismäßig viel rum. So, gerade seitdem ich in Köln lebe. Du kamst aber relativ spät, glaube ich, erst dazu in dieses ganze Streaming-Ding, oder? Aber ich bin tatsächlich noch extrem frisch. Also Wann hast du angefangen? 2019. Nee, ich glaube sogar. Hä, es geht aber. Nee, 2020 so. Ja, ja es geht aber voll. Oder? Ich, ich habe 2017 angefangen. Nee, das Ding ist, ich habe 20, 2021 habe ich ABI gemacht, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. 2021 habe ich ABI gemacht und dann hatte ich frei Ja. und dann habe ich angefangen, richtig durchzuziehen. Aber hast du davor schon ein bisschen was gemacht? Ich habe davor halt so gezockt, aber nicht richtig gestreamt oder so. Ich hatte immer einen zu schlechten PC und deswegen hat das alles nie so... Aber warst du da auch schon in diesen ganzen Internet Communities unterwegs oder warst du nur nee. so... Einfach so. Einfach ja. Ich, ich, Hä, aber du hast nichts geguckt oder so Nein, also das Problem ist auch Berlin so ein bisschen... Tag und Nacht? Nee, null. <laughs> ich, ich hatte so früher so meine, meine YouTube-Ära, da habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, so Gaming geguckt. Rumpels? Ja, ich Ja, sagen, du bist ein ja, ja. <laughs> oder Ey, das ja geil, mal in die Corner zu holen, wäre geil. Muss nach Felix fragen, ob der Zeit hat. Ja, true, sympathischer Kerl. Ähm, Rotzi, Alter. Nee, aber irgendwie, ich weiß nicht, da, da gab es so eine Phase, wo ich meine meine Minecraft-Phase hatte, wo ich so diese ganzen YouTube-Videos geguckt habe, auch so Paluten und so. Ja, yeah, ja, klar. Und äh, dann hatte ich so meine, ja, meine ja, pferdemädchen ran, Alter, halt mal Mikro mehr. So, muss näher ja, ran. ja, ja, so ist es okay. besser jetzt. Ja, okay. ja. Verstehen die Leute nicht auch mal. <laughs> ich habe heute eine Flüster-Folge. <laughs> <Nee>, also, <laughs> es, es war, war, ja. es war <laughs> ja. ich ja, ja. Ähm, Nee, und dann habe ich meine Pferdemädchen-Phase gehabt, glaube ich. Ach, süß. Ja. Was hattest du denn für ein Pferd? Äh, war nur eine Reitbeteiligung. Ein Aber, nein, war War nur <laughs> Lippizahner. Okay, <ja. lacht> äh, nee, ich weiß gar nicht mehr, also genau. Irgend so ein. Sag mich doch nicht mal ein... Ja, So ein Gaul. <laughs> Irgend nicht... so ein Gaul. Nee, aber, ähm... Wie sah der aus? Braun. Groß. Braun. Richtig langweilig. Braun <laughs> und groß. Braun und groß, grazil. Grazil, natürlich. Also. <laughs> Passend passen zu mir. Spaß! <laughs> <Pass. lacht> ich weiß nicht, ob ich das drin lassen darf, oh keine Gott, Ahnung. <laughs> <laughs> okay, okay, ja, nee, krieg ich wieder Ärger. Ich glaube, das muss ich piepen. <lacht> <lacht> Spaß, ja. Spaß. Ey, Mann. Nee, und dann hast du mit Streaming angefangen. Wo hast du angefangen mit Ballerspielen oder was? Ja, ich habe äh, ehrlich? Ja. rennt Ja, aber Nein, ey, wirklich, das Lustige ist Ich habe damals halt Leute, also ich habe durch einen Schulkollegen ähm, den habe ich erst in der Oberstufe so richtig kennengelernt. Wie heißt das? Luis. Luis, liebe Grüße. Liebe Grüße, Shoutouts. Ola oh, oh, ähm, Junge. Wie hat den der denn mal genannt? Er redet nicht mehr mit mir. Er redet leider nicht mehr mit mir mittlerweile. Oh. Hm. <lacht> 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 nicht so schlimm. Luis, melde dich mal wieder. <laughs> ja, nee, und. Dann habe ich durch ihn so ein paar Fortnite-Atzen kennengelernt. Yeah. Ja, ganz wilder story beginnt Ach, schon. Ach du Scheiße. Ich habe aber nie Fortnite gezockt, ja. Ja, aber. Nur mal auch ganz nicht. kurz als Zeitinfo. Verstehe ich, aber. Hast du echt? Doch, du hast doch sechs diese Tournaments mitgespielt, oder nicht? Ja, aber erst danach. Aber nie so. so, das ich, zu der Zeit. Ja, ja okay. Also einfach so als Quereinsteigerin. Ja, 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 klar. Immer mitgemacht. Ähm, nee, und dann habe ich angefangen zu streamen, habe so Valorant gezockt, 24-7. Zwei Jahre lang gefühlt. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ey. Zwei Jahre lang die ganze Zeit nur Valorant socken gar nicht mal so cool. Und ja. hab dann irgendwie angefangen, noch ein bisschen anderen Stuff zu machen. Variety, keine Ahnung, oder mal Counter-Strike oder Just Chatting oder sowas. Und ja. dann, hab und dann, ich dann auch, ist es ist reingestartet. Dann ist es losgegangen. Ja, ich hab mir gerade, du hast mich angelogen, du warst schon mal vor, für einen Dreh vor der Kamera. Bei, bei wem? Bei Revi. Ja. <lacht> <lacht> das, <lacht> oh, ich, ich, ich hab gerade so überlegt, warte, das muss ich auf jeden Fall noch ansprechen. Ja. True. Nee, dann bist Aber du bist dann so in die Szene reingeraten. So, ja. Dann bist du da ein bisschen unterwegs gewesen. Wie kamst du letztendlich? Wer war so von Content Creator-Wise so der erste Kontakt, den du hattest? Ich glaube, so persönlich. Weil ich glaube, jeder hat so seinen Einstieg, oder? Ja, ich glaube, bei mir war es Sascha, wenn ich mich nicht ganz irre. Also sympathisch, ja. Ja, geile Sau. Ich habe damals, das war nämlich, wir haben zusammen Vello gezockt irgendwie. Und dann habe ich so die ganze, die ganze Gang kennengelernt, die ganzen Jungs hier. So, Yushi. Ja, Yushi. Hey. Das, war, das war alles relativ zeitgleich. So, Yushi, Kev, ich glaube, Kev kannte Sascha schon ein bisschen länger. Ja. Und Yushi und ich haben, glaube ich, so ungefähr zum selben Zeitpunkt Sascha kennengelernt. Ja, und dann war ja der Boxkampf irgendwann. Oh mein der Gott, erste, ja. Die das Great ja, Fight Night 1. müsste April irgendwann gewesen sein. April 2020, 20? Oder? Nee. 22, oder? 21? Was ein Nee. Ah, doch. Hä? <laughs> ich hätte gesagt 22, aber. Wo war ich nee, denn da? 21. Ich glaube aber, da habe ich da schon in Köln gewohnt. Doch, doch. du warst da auch. Doch, da hast du dich auch gesehen. Da warst du 22. Was? Ja, irgendwie so. Ja. 21 hast du noch nicht in Köln gewohnt? Nee. Ich bin... Echt? Zwei, ich bin Anfang 22 nach, Nee. Boah, jetzt muss ich mal richtig <laughs> überlegen. Doch, Anfang 22 bin ich nach Köln gezogen. Ja, krass. Ja, und dann, doch, ich weiß doch, da bin ich nämlich in meine Bude zurück. Ich habe jetzt Untermiete so Untermiete gewohnt in mhm. Ehrenfeld, mhm. in so einer Rummelbude. Und ähm, da habe ich, äh, hab ich Corona gekriegt vom Event. Ich glaube, da hatten voll viele, ja, da waren voll viele danach krank. Ne? Ich glaube, sind zehn Leute sind da gefallen oder so. Aber ich weiß auch noch, das war nämlich das erste Mal, dass ich halt auf so einem Event dabei war. Und so die ganzen Leute auch überhaupt alle persönlich kennengelernt habe. Yeah. Und bei mir ist immer so, ich bin so aufgeregt bei Hatten sowas. Haben wir da schon geredet? Kannten wir uns da schon? Ich glaube glaub nicht. Ich hab... Nee, echt nicht? Nee, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so richtig mit Leuten mich in Person kennengelernt habe. Aber wie sind wir in K Ich weiß es gar nicht. Das habe ich mich die auch irgendwie. unsere Überschneidung? Kriege ich das auch hin? Nee. Warte mal. Ich weiß, normalerweise weiß ich es immer bei jedem. Sofort. Ja, das, das war alles, das hat sich so ergeben. Ich weiß auch nicht, wie das bei mhm. mir passiert ist, dass ich so da reingerutscht bin aber irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, glaub bei uns war es dann, wenn, dass wir uns IRL gesehen haben, weil wir haben nie was zusammen gedottelt. Nee, nee, das, ja, also wenn, dann war es auf jeden Fall IRL, so persönlich ja. also durch irgendein Gespräch dann muss oder dann, so. muss dann ja irgendwie so Spotify-Party oder Gamescom oder irgendwie so ein Scheiß gewesen sein. Nee, Gamescom, oder? Doch, Gamescom! 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 Gamescom. Mit Grokobos! Mit Donodos! Er hat mich, glaube ich, nämlich in die Red Bull Lounge ja. einfließen lassen. Ja, 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 ja. Der hat mich reingeschleust. Ja, über, ja, doch. Ja, Mega, ich erinnere ja. mich. Ja, dann war es über Gamescom. True. Über Gamescom haben wir gebondet. So. Ja, das Und war das erste Mal, dass ich dann so die Köln-Bubble da kennengelernt habe. Genau. Hab. Weil Krokoboss weiß ich gar nicht, wie ich den gefunden habe. Aber... Krokoboss <laughs> muss durch Sascha sein. Und nee, Quatsch. Nee, nee, nee da kann ich Nee, Krokoboss. Kommt der Kroko zu der ganzen Geschichte? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, das also ist auch Homie von uns, liebe Grüße, der schönste Österreicher der Welt. Und der größte Österreicher. Der größte der, der größte Österreicher der Welt. <laughs> Wobei, ich weiß gar nicht, ich habe mit ihm letztes drüber gesprochen. Er meinte, dass Moneyboy, glaube ich, größer ist als er. Ehrlich? Ja. Wie groß ist Moneyboy? Ich glaube, 2,13 M oder so. <laughs> was? Das ist neu. Ja, ja, die, also die sind auf jeden Fall, ich hätte die gerne mal nebeneinander gesehen. Ja, das wäre auch ein wildes Crossover. Die haben sich ja schon mal die haben sich ja schon mal gesehen, irgendwie am Flughafen. Mbisi und Coco Wars, Junge, das ist ein Crossover. Oh, doch, ich erinnere mich noch an ein Foto. Aber warum kommen so riesige Menschen aus Wien? <laughs> naja, also ich komme ja nicht aus äh, Wien, ja. oder? Aber so nicht riesig? <laughs> ähm, nee. Ja, wie groß bist du? 1584 84. Das ist eine richtig geile 85. Frage, die man gerne Leuten stellt, oder? <laughs> Ey, das ist die Standardfrage. Egal, wo ich da zu oben? sehen bin, <laughs> immer kommt die Frage: Yo, Merle, wie groß bist du eigentlich? Oder wenn ich, weiß ich nicht, wenn wir nebeneinander stehen würden. Und die Leute werden das auf dem Foto sehen, die werden fragen: Ist Merle so groß oder Henke so klein? Aber ich krieg's ja immer adrett verpackt. Ich sage immer die Amazone. Ja. <lacht> so, <lacht> warte immer gerade. Da freust du dich ja drüber. Ja, das ist immer, das ist immer süß. Das, oder? Ja. Ich bin immer nett. Ich bin immer nett. Ja, doch, du bist nett. War echt ich jemals nett. unfreundlich zu dir? Äh, eben drei Minuten vor der Aufnahme. Nein. Stimmt doch gar nicht. <laughs> Nein. Dich, nee, wir haben uns, haben uns jemals gestritten. Nee, mit mir kann man sich auch nicht streiten. Mit mir kann man sich auch nicht streiten. Na, das würde ich sagen. <laughs> war auch gelogen. War gelogen. Oh Gott, I. Nee, aber True. Also damals der Dreh. Bei Revi war das erste Mal vor der Kamera? Stimmt. Aber das war, wie war es im Nachhinein so für dich, weil. Ich sag mal, da war ja so ein Punkt, wo wir sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dich zukam. Ja, das stimmt. Ja, da habe ich nämlich auch, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich auch wirklich noch mehr Spaß macht, wenn du halt mehr interaktives Zeug mit Leuten machen kannst. Ja. Und. Ja, ist auch so. Das war für mich schon so ein, so ein kleiner Boost auf jeden Fall. Also, es war so ein, so ein Beginning für, für was Neues, mhm. weil da habe ich auch angefangen, dann halt so ein bisschen Content zu switchen und so. Ähm, und mach also habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht bisher und nichts bereut oder so Nö, für auch ich, für wenn ich viele auch Leute sagen. halt immer denken ey, erst war die im Hugo Video fünfte beste Hugo jetzt macht die da und da mit ja, woher erst mal, kommt die erst alte mal Stempel so ja, ne? ja, aber ich glaube aber zu dem Zeitpunkt warst du ja mit uns schon voll viel unterwegs ja das checken halt die Leute nicht so die wissen halt nicht dadurch dass ich halt sonst nie in irgendwelchen Videos oder sowas dabei war war es halt immer so, ja okay, die ist auf einmal da durch so einen Dreh und ja. jetzt startet die durch oder was weiß ich oder fängt er an mit so, mit so Content. Aber im Endeffekt war halt diese Storyline schon, keine Ahnung, dass ich halt die Leute zwei Jahre vorher oder so kannte oder anderthalb Jahre vorher gefühlt. Aber ich glaube, ich glaub, das liegt einfach daran, weil viele Außenstehende einfach so diese Content-Creator-Dynamik untereinander nicht so lesen können, oder? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil also viele, viele checken immer nicht so die, die Relations und wer mit wem tatsächlich alles sowas zu tun ja. hat. Und dann sind die alle immer wahnsinnig überrascht, wenn dann hier, weiß ich nicht, auf einmal Marvin Game in der Corner sitzt. Wer ruft mich jetzt an? Wirklich, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Aber oh, Handy mich? auf nicht stören machen hier, ne? Mach mein Handy das jetzt ist fatal. Hier. Einmal mit Profis arbeiten, sag ich. Red's, wann was ist? Ich bin in der Aufnahme. Ja. Ich rufe zurück. Grüße. Liebe Grüße von Merle und von Jordi. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, das war Rätsmann gerade. Hatten wir auch schon in der Corner. Ja, stimmt. Da habe ich ganz kurz nur das Thumbnail angeguckt. <laughs> Ey, Mann, wie kann man so sein? Weißt du, hier, hier supporten sich die Freunde alle untereinander. Ich gucke immer deine Streams. Lüge. Ich gucke voll häufig bei dir. Ehrlich? Doch, auch, ja. Oh Gott. Ich gucke voll häufig. Ich schreibe dann so nehmen. einmal rein. Dann warte ich, dass du darauf antwortest, freue mich einen Keks und gehe ich wieder. <laughs> ja, das kenne ich. <laughs> yes. Du schreibst ja nicht mal Kommentare bei mir. Du guckst, ja, du guckst ja auch nicht rein. Du machst gar nicht. Aber ich gucke auch kein YouTube. Also nicht so wirklich. Außer meinen Streams. Das ist wirklich so. Ich reagiere auf was und sonst gucke ich kein YouTube. Aber fühle ich, mache ich glaube ich auch nicht. Ich gucke kaum, guck kaum YouTube-Videos. Ja. Selten. Ich habe, als ich gestreamt habe, hab mehr geguckt. Ja, und so. So als Content-Filler. Ja. ja. <laughs> du sagst es. Und sonst, wenn ich dann halt am Chillen bin, mal abends oder was weiß ich, dann, ja, ne. dir, Dann machst, da machst du Füße hoch. Dann mach ich die Füße hoch. Was, was machst du eigentlich du? sonst jetzt doch so nebenbei? Ich weiß es ja, aber es ist ja interessant zu wissen. Da, erzählst du das? Ja, also. Ja? Studieren. Ja, <laughs> studieren, Leute. Studieren, du <laughs> Das hast, ist ein Stichwort. <laughs> Ähm, naja, also ich habe ja so quasi nach meinem Abi eine Jahr Pause gemacht und halt gestreamt nur. Dann haben irgendwann Mutti und Fati gesagt, ja, wie ist es denn mal, eigentlich? Willst du nochmal deine drei Gehirnzellen anstrengen oder, <laughs> oder nicht? Und da gab es ein bisschen Stress. Und dann äh, habe ich gesagt, ja komm, habe ich mich drei Tage oder so vor, vor Frist, habe ich mich dann noch für Studiengänge beworben und geschaut, ob ich da angenommen werde. Warte, drei Tage vor Frist. Ja. Und das hat geklappt. <laughs> Digga, da musst du ja ich schwöre. Du hast angefangen, <laughs> Bibliothekar oder was? <laughs> was das angeht, ich bin immer so ein last minute dribbler ne? <laughs> ja, ja, aber fühle ich aber auch. Also Ich habe mir auch geschaut, in, weiß ich nicht, Münster, Berlin, was weiß ich. Also ich war offen für alles. Ich wäre auch da hingegangen. Wärst, wärst du, oder könntest du dir weg, äh, vorstellen, aus, aus diesem Kölner Raum wegzugehen? Ja, doch. Weil also, ich meine, du kommst davon hier. Ja. Das ist geil, das ist halt ein Vorteil, ne? du hast, dich, hast es nicht so weit hierher. Und das, äh, hast das Glück, dass hier sowieso alle Content-Creator dann chillen. Ja. Richtig praktisch. Ja, das ist. Ja, ich bin eigentlich offen dafür. Ich denke mir eh, ich bin halt noch so jung. Ich bin halt erst 20. Und irgendwie. Die, du bist erst 20? Ja. Die, ich hätte gesagt 22, 23. Ja, das, ist, das nehme ich mir zu meinem Vorteil, weil die ganzen Leute, die ich halt kennenlerne, die sind halt alle schon Mitte, Ende 20. Nee, ja, konntest du mit 14 schon Kippen kaufen. Das konnte ich halt, so also hätte ich theoretisch wirklich gekonnt. Ja. Wie groß warst du mit 14? Weißt du so? Warst du da auch schon oder bist, erst, bist du spät erst so hochgeschossen? Nee, ich war schon immer groß. Aber Wahrscheinlich so? auch schon so 1,75 oder so. Aber von, von Mutti oder von Fadi? Beide. Also Beide so riesig? Vater in zwei Meter? Nein! Doch. Ja, und Mutter 1,78 oder so. Das ist auch groß für eine Frau, ja. Ja, deswegen schon groß. Und dann bist du da, bist du da sozusagen ins Studium ich reingestartet ins Was machst du jetzt Jetzt mache ich erneuerbare Energie. Ja, yeah, Merle für die Zukunft, Junge. <laughs> naja, das Ding ist also, geht's <laughs> leider. <laughs> <Kind sei> <laughs> also, möglicherweise so erstes Semester habe ich durchgezogen. Bin ich auch regelmäßig in die Uni gegangen, ja? Ja, ja. Schön morgens, 8 Uhr. In der Vorlesung saß ich da. Und? Völlig benebelt. Ja, oh nein. <laughs> nee, aber dann, <laughs> dann war es das auch irgendwann nicht mehr. Dann bin ich bin nach Hause und habe mich dann vor meinen PC gesetzt und gestreamt und dann habe ich da auf fünf Stunden Schlaf am nächsten Tag mich wieder hingesetzt. Ganz großer Quatsch. Ja, ja. aber hast, jetzt hast du aufgehört oder bist du noch eingeschrieben? Jetzt bin ich so, ja, eigentlich bin ich jetzt quasi nicht mehr eingeschrieben. Also, ich habe das Ganze losgelassen. Ja. Ja, doch. Aber wie waren deine Eltern äh, mit der Entscheidung? <laughs> Hat sich gefreut, war Also, der Mutti habe äh. ich, hab ich gesagt: Ja, also, das macht ja alles gar keinen Sinn mehr. <laughs> Und mein Vater, so richtiger Pro-Akademiker, weißt du, ja. war so. Ja, also, Merle, du hast mir das ja eigentlich nie richtig gesagt, dass du aufgehört hast, weil ich es immer noch nie richtig gesagt sondern das war mehr so, Mama hat es so weitergeleitet, Oh weißt du? nein. Ja, das Ist doch schlimmer. Ich schwöre, das war richtig schlimm. Gab es dafür einen auf dem Sack? Nee. Meine Eltern sind, was das angeht, eigentlich schon sehr, sehr chillig. Ja, Shoutouts. Ja, ehrlich, Shoutouts. Sehr sind chillig. Generell, mein Vater ist halt so, weißt du, lieber was sicheres machen. Ja, aber ich glaube, das sind alle Eltern. Ja, ja Oder wobei. Viele. Das, oder das Gute bei mir war halt immer, dass ich meinen Bruder habe. So er und ich, wir haben einen sehr, sehr guten Bond zueinander. Und er hat mich eigentlich schon immer extrem unterstützt, was ich angeht. Und der hat auch angeht. so ein lauter Leben wie du. Nee, der, der, der <laughs> hat alles andere. Der hat sein Leben unter Kontrolle. Geil. Nee, aber der war halt immer so für unsere Eltern, hat er immer gesagt, ja, hier lass die mir alle mal machen und so. Mhm. Das, das hat schon Potenzial. Geil. Und äh, deswegen kam da auf jeden Fall immer richtig dicker Support. Und mittlerweile sind halt meine Eltern auch selber so. Aber Die dein, meine Streams, dein Bruder, dein Bruder ist ehrlich, auch ja. so geil. Ja. Dein Bruder ist älter, ne? Ja, der ist zwei Jahre älter als ich. Krass. Ja. Aber guten, guten guten Bond dazu. Ja, extrem. Ich finde das immer geil. Ich finde aber, aber bist du, wenn du dich jetzt vergleichen würdest, so wenn, wenn man dein Bruder und dich nebeneinander stellt, glaub, glaubst du, ihr seid euch sehr ähnlich oder seid ihr total unterschiedlich? Wir sind uns extrem ähnlich. Ehrlich? Ja. Weil mein Bruder und ich, äh, wirklich wie Tag und Nacht. Doch wir, wir sind uns schon sehr ähnlich. Ich würde sagen ähm, er ist, was manche Dinge angeht, einfach noch ein bisschen bedachter und einfach grundsätzlich schlauer. <lacht> 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 was soll das denn also? heißen? Ich sag los. Ja, <laughs> ja, wenn du es so sagen willst, dann vielleicht. Ja. Und ich bin halt so diese, weißt du, I don't give a fuck. Ja, ja. <laughs> so. Also du bist Lebefrau, bist du? Ja, ich bin Lebefrau. Das ist doch gut. Ich genieße einfach. Ja, muss man halt auch. Ja. Ich meine, du reist ja auch relativ viel rum. Du warst mit Alexis oder anderen in, in Südafrika. Ja. Und Italien auch. Italien auch. Wo waren wir noch? <laughs> Sonst <nicht> irgendwo <laughs> okay. Das war das Einzige. Aber es sind auch so Sachen, die halt das ganze Internet-Ding möglich machen, ne? Ey, das ist so krass, wenn ich mir das überlege, eigentlich halt mit 20 schon die Möglichkeit zu haben, irgendwo in Südafrika zu chillen. Ich war ähm, noch nicht in Südafrika, Ich ja, bin 27, ne? Ich will es immer sagen. In einer geilen Bude so. Ähm, das ist eigentlich so surreal, wenn ich es halt wirklich, wenn ich es damit vergleiche, so zu meiner Studienzeit als ich noch aktiv in die uni gegangen bin und mit den anderen da saß und jetzt halt die Möglichkeit schon mal noch habe einfach sagen zu können yo, ich fliege morgen weiß ich nicht wohin ja voll geil das ist schon geil übertrieben krass kann ich mir nicht erlauben oh. ich muss hier immer sitzen und arbeiten du musst immer in der kälte <laughs> das sitzen ist und so ein drin Cap. Äh. ich muss hier sitzen wir sind in der kälte und wir mit sind dir richtig drehen. fleißig alter wir sind todesfleißig ja, Hustler-Mentality. Ja klar, hier wird, hier wird komplett einer abgehustelt. <laughs> ja, wir sitzen hier für im euren Text Rundfunk Stuhl. bei Funk. <laughs> oh yeah. Ja, du, so ist, das, so ist das Leben halt einfach auch ein Stück weit, ne? Ja. Merle, was gibt's doch zu, was gibt's noch zu erzählen? Hast du mal Basketball gespielt? Das ist, richtig <lacht> <lacht> das ist diese Standardfrage auch. Hast du? Nee. Warum? Hab... Was hast du für Sport gemacht? Fußball? Nee, ich habe früher äh, geturnt. Dann habe ich irgendwann. Aber Turn ist doch kein großer Leute-Sport, oder? Naja, ich bin lang und grazin halt. Aber hast du Leichtathletik, und ja, nicht Leichtathletik. Leichtathletik habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Da, der, der könnte ich mir vorstellen, da rasierst du. Ja, geht so. Ich bin halt fucking Hochspruch. eingerostet. Ehrlich? Ja. Warum? Weil hast du das denn gemacht? Wie alt warst du da? Boah, das. Ist ich würde sagen, das war so siebte Klasse oder so. So, oh, ist so, ist zwei Jahre her. Was? <laughs> 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 hey, wenn du 20 bist. Ist echt nicht lange her. Doch, schon was her. Nee, ich hab. Ja, voltigieren, Toen, Fleischathletik. Als, du, was auf, was auf, was auf, als du in der siebten Klasse warst, da, da habe ich, hab ich schon einen Abschluss gehabt. <laughs> das ist krass. Das ist halt wirklich krank. Warte mal, dann. Warte, was ist, wie alt ist man in der siebten Klasse? 13? Nee. Ich muss mich nicht fragen, ne? Da habe ich schon mal irgendwelche Shitcalls gegeben. So im Dreh, circa, ja. Und da war ich dann, als du 13 warst, war ich gerade 20. Boah, ist das scheiße. Das ist ja scheiße das illegal. Das ist richtig scheiße. <laughs> da war ich ja, Alter, was habe ich mit 20 gemacht? Ich überleg gerade. Da hab ich auf jeden Fall, nee, da hab ich noch nicht gestreamt. Mit 21 habe ich angefangen zu streamen. Hast du eine Ausbildung oder sowas? Ja. Ah ja, Medien irgendwas, ne? Medien, Medien und Kommunikationsdesign mit <laughs> Schwerpunkt auf Text und Konzeption und Diplom. So. Wusste ich, habe ich mir gemerkt natürlich. Beziehungsweise, ähm, diesen Schwerpunkt an sich gibt es gar nicht, aber jeder hat sich so auf seine Sache spezialisiert ah. und ich bin so auf Text und Konzeption gegangen. Ja, okay. Ich war auch der Einzige, so hat wollte keinen Schwein machen, aber ich war auch kein guter. Des ich bin das wirklich schäbiger, Besonderes. ich bin schäbiger Designer, bin wirklich kein guter Gestalter. Deswegen und dann habe ich mir genau das ausgesucht, was so ein paar Jahre später durch KI gekillt wird, auch smart einfach. Ja, Deswegen bin ich froh, dass dieses ganze Internet gerade so halbwegs läuft, sonst hätte ich ein Problem. Aber nö, ich könnte eigentlich, das ist geile. Ich glaube, wir könnten jetzt schon, weil du bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei, eine kleine Weile. Ja. Wir könnten auch easy und so hinter die Kulissen Social Media halt arbeiten, ne? Ja, doch, vielleicht. Ja, doch schon. Du, Merle in Social Media Management? Doch, eigentlich schon, da würde ja, ich mich voll. auch sehen. Ja. Vor allem, ich glaube, so dieses auf Leute zugehen und so, das ist eigentlich schon eine Stärke von mir. Äh, mit denen zusammen einen saufen und so. Das ist voll so <laughs> riesige Stärke. Ja, Mann. Du sagst <laughs> ja, es. Jawohl, Wir haben kurz überlegt, ob wir uns hier mit einer, also ich, ja. mit einer Polo-Bier hinsetzen. <laughs> das hast du hast gesagt, als wir im Supermarkt waren. Jetzt erstmal eine Krawalldose zünden. <lacht> <lacht> Aber natürlich nur fürs Alibi-Image. ne Na, Versteht sich. Machen wir hier natürlich nicht. Jugendschutz nee. wird groß geschrieben in so. es Corner. Deswegen ist es der Kaffee geworden. Mhm. Schön, das, das Koffeingeschoss. Digga, ich hab so eine Koffeinabhängigkeit. Das sieht Ehrlich, ich nicht. ist es schlimmer dir? Ja, ist schon stark schlimm. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Vier. Junge, ist ja wie so ein Ludolf, Alter. <laughs> noch Mate, noch eine Cola. Ach du Scheiße, wirklich? Ja. Schließt du auf? Was ist das? Nee. Digga, <laughs> nicht so. Guck mal, das ist nämlich so ein Ding, ich habe nie angefangen, so Koffein zu trinken. Mhm. Klar, du hast immer so ein bisschen drin mit, mit so Schwarztee und so Eistee drin und so, aber nie so, dass ich sage okay, ich hau mir jetzt so, so eine Koffeinbombe im Sinne von Kaffee rein. Boah, doch, ich schon. Auch immer das Getränk mit dem meisten Koffein wird sich immer reingeballert. Weil, guck mal, ich sehe das, seh das immer so an meinen Leuten im Umfeld, wenn die dann irgendwie zu Schulzeiten, weißt du, die kamen schon mal gar nicht aus dem Knick wenn die nicht einen Kaffee schon drin hatten, weißt du? <laughs> ich war das. Ja, ja, ey, äh, das... Und da auf den, auf den Mut hätte ich gar keinen Bock, weil das ist so... Das ist jetzt voll das Statement, Alter. Aber ich bin der Meinung, dass so der Kaffee so die am krassesten romantisierte Droge so in, in Deutschland ist. Was mich gerade einfach nur unfassbar triggert, ist, wie du Kaffee aussprichst. Kaffee? Ja. Hä? Wer Kaffee. sagt denn Kaffee? Kaffee. Kaffee? Ja, Kaffee. Ja, Kaffee. Kaffee. Hä, warum sag man das so? <laughs> Hast du Bock auf Kaffee oder was? Na klar. <laughs> ja, mal. Okay. Sagst du Kaffee? Nee, Kaffee. Kaffee? Ja. Kaffee okay, ich, ich, äh, ich spreche das eh am Ende kurz aus. Ja. Kaffee. Ja. Aber es ist doch 2 F. Kaffee. Kaffee. Ja. Kaffee. Ist doch scheiße. Kaffee, Kaffee. Ist doch mega scheiße. Ist mega scheiße. <laughs> Voll Mit scheiße. dir würde ich keinen Kaffee trinken gehen. Hä? Mit dir würde ich keinen Kaffee Kein trinken. Kein Kaffee? Gehen. Nee. Woran liegt's? Weil ich so klein bin? <laughs> Nein. So wie du es aussprichst. Weil ich so fett bin. <laughs> Mann. Bin ich dir zu hässlich, Berle? <laughs> nicht stimmt, sag's mir ins Gesicht. Was soll die Scheiße? <laughs> ich versuche jetzt, jegliche Möglichkeit zu erfassen, dich unsympathisch da zu lassen. <laughs> Scheiße, da musst du nur einmal TikTok öffnen, dann reicht schon. Ist das, ist das äh, ein Ding, womit du schon viel konfrontiert wurdest, mit so Hate-Kommentaren und sowas? Nee, das erste Mal, actually, jetzt bei, bei der Craft-Attack-Teilnahme. Ehrlich? Ja, weil ich da eine Interaktion hatte. Ähm. Da ging es irgendwie um Gewicht und keine Ahnung, wie sehr ein das einschränkt. Ja. Und mich hat es halt voll interessiert, weil ich bin halt extrem dünn ähm, und kann mich dann halt schwer in diese Lage rein, reinversetzen. Ja. Und mich hat halt oder mich interessiert sowas halt. Und wenn ich aber über so ernste Themen rede, dann werde ich sehr schnell auch mal, also ich habe schon eine relativ tiefe Stimme, würde ich sagen, ja. für eine Frau. Und halt auch so monoton. Und dann wird es natürlich perfekt gecuttet. So, weißt du, aus, dieser, aus diesem 15-Minuten-Gespräch würden ja. so diese 5 minuten Vorstory halt rausgekattet und dann mit so, einer Schlag, mit so einem Schlagwort oder mit so einem... Ja, wie ist es eigentlich, fett zu sein? <laughs> Wahrscheinlich so war, ne? Ja, so im Moment, also nicht, nicht genau so, aber im übertragenen Sinne. Und dann war es halt so, oh, die Alte, hast du, voll unsympathisch. mit wem hast du drüber Quatsch? Mit Excel? Mhm. Aber ah, Excel ist doch easy bei sowas, oder? Ja, er war. Er hat halt. Das Ding ist. Der macht er selbst, halt der macht selber so, auch so viele Gags, so immer. Ja, genau. Was. Er hat es halt übertrieben so ins Lustige gezogen. Ja. Und mich hat es aber halt wirklich interessiert. Ja, und keine Ahnung, dann für außenstehende Leute, wenn die dann so ein Cutout sehen, dann haben die da übertrieben rumgenervt und gesagt, ah, voll unsympathisch und was weiß ich. Und oh für mich war es halt so, Alter, ihr, ihr, seid halt, ihr seid halt die Leute auf TikTok, die sich dann so einen 1-Minuten-Clip eine oder eine minute clip reinziehen und. Ja dran dann einen Mensch abstempelt, wo Aber ich mir halt so denke, ihr kennt halt gar keine Background-Story oder was, weiß ich. Ja. Sondern Aber habe ich auch schon mit vielen drüber geredet, äh, so zum Beispiel mit Felix oder so. Ja. Da ist halt echt auch diese TikTok-Sachen darf ist so echt nichts geben, weil die Leute sehen irgendwas aus dem Kontext gezogen und nehmen es halt direkt für bare Münze, ohne mal irgendwie ein bisschen weiter zu recherchieren. Das ist halt das Problem heutzutage. Die, ja. die überlegen nicht irgendwie mal zweimal, ob das irgendwie anders abgelaufen sein könnte, das Gespräch, oder ob da irgendwie noch ein Zusammenhang wichtig wäre, die sehen was, so, so ein Minuten ausschnitt und sagen, okay, das ist jetzt so meine Wahrheit und das finde ich irgendwie. Oh, es ist, äh, da darf man wirklich nicht viel drauf geben. Aber das ist Nein. was, was ich in letzter Zeit häufiger sehe, dass äh, so Hatewellen daraus entstehen, dass halt einfach Leute, Leute so eine so eine dumme Wahrnehmung durch so einen kurzen TikTok einfach haben oder sich so. Ja. Sich so einnehmen lassen durch, durch so einen Eindruck von einem TikTok. Ja, das, ist allem, so, das ist so Peinlo, Alter. Es ist halt so, es ist halt so unfair. Ja. Vor allem, wenn man das erste Mal mit sowas konfrontiert wurde, weil sonst vorher hatte ich das noch nie irgendwie, weißt du? Und dann kommt aber so ein Clip, der hat dann eine Mio-Klicks. Und dann hat dann der top keine Ahnung, wie viele Likes, 12k oder so. Ja, wo Aber ist, das, ist das ein Druck für dich jetzt mit diesem Öffentlichkeitsding? Oder war nee. das etwas, worauf du dir nie so Gedanken gemacht hast? Boah, ich habe mir da eigentlich nie so Gedanken drum gemacht. Aber ich muss sagen, das war halt jetzt auch nur so am Anfang das erste Mal, dass, dass, ich, dass mich das getriggert hat. Ja. Und jetzt habe ich mich damit einmal so auseinandergesetzt mäßig und weiß, wie sowas ist. Und deswegen jetzt ist es eigentlich entspannt. Aber ich glaube, du so wie ich dich jetzt kenne und einschätze... Äh, gehst du da auch recht easy und gut mit um. Ja, doch, ich würde Aber auch Ich weiß nicht, ob ich es ob mit 20 oder, oder, ich sag mal jetzt, in deinem live state so gut hinkriegen würde wie du. Das war, ich sag mal, ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei. Jetzt Mittlerweile juckt mich auch sehr vieles nicht mehr. Ja. Aber es nee. finde ich halt immer äh, beispielsweise noch beeindruckender bei einer Phoebe oder sowas. Ja, das Weil stimmt. Phoebe kriegt ja, muss man sagen, Phoebe kriegt ja auch schon häufig mal viel ab. Das ist geil. So das auch krank. für... Und das ist genau diese TikTok-Generation für Quatsch. So, ja. Die kriegt voll viel für Quatsch ab, einfach. Ja. So, und äh, Phoebe ist halt, ist, ich glaube, sie ist noch nicht 18, ne? Sie ist nee, 17? 17. noch, ja. Heftig. Wäre ich nie mit klargekommen. Ja, das ist schon krass. Vor allem in so einem jungen Alter, eigentlich, wenn du so in diesen prägenden Jahren bist. Deswegen, da war das Gute bei mir auch, dadurch, dass ich halt noch, also ich habe so, weißt du, meine Leute innerhalb der Bubble, ja. aber auch viele noch außerhalb der Bubble, mhm. die mir halt einfach nochmal auch zwischendurch so einen Reality-Check geben. Wo ich halt weiß, ey, ganz ehrlich, das sind irgendwelche, irgendwelche Vollpfosten im Internet, die halt da ihr Maul einmal aufreißen. Ist und so, im Endeffekt, ja. was, haben einen, was haben die für einen Wert äh, für dich persönlich? Also. Kein. Deswegen, es sind Kein. halt einfach irgendwelche Leute, die du wahrscheinlich niemals in deinem Leben sehen wirst. Und deswegen Ja, juckt. ja das ist halt der, der, es zieht sich da auch jeglicher Sachlichkeit in diesen ganzen Sachen so, das, ja. also, das, das sind häufig einfach Sachen die man nicht braucht ja. so und dann ist es auch völlig in Ordnung sowas wegzublockieren oder wegzuignorieren es gab früher auf Twitter gab es die Regel wer blockt verliert das war noch andere Zeiten da war da war Twitter wilder Westen jetzt gibt's Threads da hast du Threads ich geladen boah ich habe sie gestern runtergeladen wie findest du's ich weiß nicht ich finde es glaube ich geiler ich ich glaube ich finde es geiler weißt du warum, warum? mein Take drauf haben wahrscheinlich mehrere Leute schon gesagt. Aber mein Take drauf ist jetzt, äh, es gibt nicht mehr diese, diese Anime-Profilbild oder Ronaldo-Profilbild. Oh mein Gott, ja. Die sind nicht da. Aber was ich ganz wild finde, ist diese... Also jetzt sind halt diese ganzen Instagram-Influencer sind halt jetzt auf Threads. Ultra komisch. Und die sind halt null in diesem Twitter-Vibe vorher ja. gewesen und deswegen dann, da ja, wird gefühlt jetzt, sind, jetzt so, Insta-Stories werden da jetzt gefühlt als Beiträge gepostet auf ja, Threads, weißt du? Die sind jetzt so eine Institution da und die haben jetzt richtig was zu melden. Die haben alle viel mehr Follower als wir, weil die auf ja, Instagram ja, ja, so alle ja, genau. sind. So, Digga, jetzt hab ich, ich habe so meinen Rücken von Twitter nicht mehr. <laughs> ich bin oh, die, richtig, ich oh, bin richtig ausgeliefert. Ja, mach ich da wieder an, auf einmal nur oder auf einmal nur 600 Follower ich oder so, oh, für wen Scheiße. schreibe ich hier Wer bin, off. bin ich denn auf. <laughs> Der einfach, Downfall. einfach richtiges downgrade durchgegangen jetzt müssen wir jetzt müssen wir wieder grinden jetzt geht's wieder los Boah, ich, ich jetzt hab, was war so schlecht ich ne? habe twitter ja halbwegs verlassen echt ja ich habe die schnauze von twitter weil mir das zu blöd wurde es auch gelöscht ich ganz ehrlich ja aber schon von vor zwei drei aber Wochen aber den account auch komplett so oh, nein aber einfach also einfach Apps und so ja, ja. habe ich auch gemacht ich habe nur auf dem PC für Live Notification für den Stream Ja, um es kurz ich. zu posten und ja ja, ja. ja ich habe auch also ich mache jetzt nur noch ich mache nur noch Threads gerade ja und dann auf Twitter schreibe ich wie geil Threads ist und dass Twitter total Dreck ist und äh, ich bin einfach nur froh dass ich die ganzen Ronaldo Opfer nicht mehr bei mir <laughs> haben. darf ich sagen ja. Ronaldo Opfer ja oder da so kommt die, die Fußballbubble, ich würde aufpassen. Ey, die, die Fußballbubble Fußball ist sowieso die schlimmste auf Twitter. Was würdest du sagen, ist die schlimmste Bubble? Fußball? Ja, doch. Ja, die sind schon extrem. Ja. Also jetzt abgesehen von den politischen Bubbles, das das ja klar. Ja, das ist ja <laughs> ja, das so. Ist aber so jetzt äh, für Fußballbubble ist einfach nur belastet. Da gibt es doch die, die, die mich am meisten abfacken, sind irgendwelche Comic-Profilbilder. Ja. Und dann so Andrew Tate reposten. Ihr seid komplett vor die Schleuse das geschwommen, Alter. Und die machen dann so auf dicke Hose, weißt du? Ich find's ja. zum Kotzen. Mir geht Twitter einfach nur ein letztes Zeit komplett auf den Sack. Ja, generell bisschen weniger Social-Media-Plattform, sage ich. Pass auf, wir machen jetzt das große, wir machen jetzt ein kleines Ranking. Was ist die geilste Social-Media-Plattform, von der besten bis zur schlechtesten? Was haben wir alles? Wir haben Twitter, X, ja, Instagram. Instagram, TikTok. Ja. YouTube, Twitch. Gibt es Snapchat noch? Snapchat? Boah, Snapchat, Snapchat tote ist Plattform. Snapchat, nee, Snapchat ist ja voll. Hier schaut jemand, dass Snapchat wieder voll das Ding ist. Echt? Ja, 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 die benutzen Snapchat. Boah, das Ding ist, ich bin ja noch ein bisschen jünger als ihr und ja. ich habe das halt so zu meiner Schulzeit auch benutzt, denn ich erkenne auch noch viele Leute, die das benutzen, aber ich habe irgendwann so die Notifications da ausgemacht und nie wieder reingeschaut. Oder aber ich keine kann, Flammen mehr gehabt. Keine, keine Flammen mehr gehabt. <laughs> ich weiß noch diese Zeit, wo man, wo man irgendwem seine Account. Ich habe es nicht nie gemacht übrigens, ja. wo man irgendwem seine Account gegeben hat, damit man die Flammen weiterführt. Ja, die Eltern, wenn man auf Klassenfahrt war, das habe ich mal mitbekommen. Man gibt den Eltern das Handy, damit die die Flammen weitermachen. Das ist krass. Was ist das ne. denn? Also, da war ich zum Glück immer raus, sag ich, wie es ist. Was hast du, auf welcher social Media plattform warst du? So, als also wenn, wenn du jetzt so. Also wir hatten damals Schüler -VZ, ich glaube, das gab es heute gar nicht mehr. Nee, da bin ich zu jung. SchülerVZ wurde, glaube ich, 2013 abgesägt Nee, es war Instagram. Ich war Instagram das große Ding bei euch? Ich glaube, Snapchat und Instagram. Ist auch schon Facebook nicht mehr das Ding bei euch gewesen. Nee, nee, nee. Na, hey, wie krass! Aber nee, das, ist, das ist funny, weil wir reden ja jetzt tatsächlich von der Generation, die quasi, ja gut, Shorty ist ja auch mein Jahrgang, die sieben Jahre hinter uns passiert ist. 2003. Junge, das ist so eine ganze Generation. Das ist so. 2003, da komme ich wieder auf meinen fußball -Take. 2003, was war da? 2003 war 2002 vorher? WM Südkorea Japan habe ich geguckt Brasilien <laughs> Weltmeister geworden ein Jahr also ein Jahr alt warst war Fußball EM Spanien Portugal da bin ich raus jeder die Kenner wissen Bescheid Angelis Karisteas in der letzten Minute Trainer Otto Rehage Griechenland Europameister geworden ganz großes <laughs> Thema mal. das war krass hast du auch Ahnung geistig. von Fußball ja ja ich bin voll drin echt Torschützenkönig Milan Barosch von Tschechien, der war Arze. <laughs> okay. schau mal, wir aber fast zum HSV gekommen, ist nicht passiert Wusste leider Wusste nicht, dass dem im Fußball-Talk gelandet doch, doch. doch, bist du nicht auch noch Fußball? Fußball? Wann gehen wir mal ins Stadion? Ey, wann, Fuppes, wann gehen wir Fuppes gucken, Alter? <laughs> ich bin voll dabei wann bist du für ein Fan, Köln? Gar keiner Nee? Ich bin nur Alibi-Fan Aber wenn dann, wenn dann Köln, Vater ist doch bestimmt Köln, noch nicht? Nee, mein Vater ist auch null im Fußballding ding drin Ehrlich? Ja Mutti? Nee, keiner Ehrlich? So Väter sind doch eigentlich immer im Fußball -Game. Nee, deswegen war ich ja heute noch nie im Stadion. Aber ich war jetzt ja am Sonntag das erste Mal im Stadion und es war super geil. Der Vibe war ultimativ cool. Ja. Und und, dann, aber hast du enjoyed? Hab ich sehr enjoyed, ja. Aber du, hast schon, du hast schon erzählt, dass ich da... <lacht> <lacht> ich war lattenstramm. Nee, aber du hast die Story erzählt mit dem... Äh, mit den, mit den dem, Männern? Mit dem alten Mann. Ach so, Ja, wir sind, bis hier, wir ins Stadion da gekommen. Ja. Wer war so, noch mit dabei? Fabo. Fabo und Feister. <laughs> das ist auch eine scheiß Combo. Die Combo war auch Killer. Und äh, dann vor uns in der Reihe so Dauer Dauerkartenbesitzer, irgendwie so, weiß ich nicht, 60, ja, ja. 65-jährige Typen, so vier, fünf Stück, glaube ich, genau in der Reihe vor uns. Und so richtig alteingesessene Düsseldorfer, richtige Düsseldorf-Fans. Und wir saßen halt quasi, also wir sind da jetzt nicht fürs Düsseldorf-Spiel hingekommen, sondern um Homie zu supporten. Und waren quasi dann fürs Gegnerteam. Und ähm, wir dann da irgendwie mit einem Bierchen gesessen und ich irgendwann in der ersten Halbzeit, jo, hier Jungs, soll ich noch mal Neues holen? Und dann der Tipp vor mir, die ganze Zeit schon so ein bisschen mit dem gepöbelt, ne? weil halt einfach gegnerische, gegnerische Teams und so. Ähm, und dann er so: Ja, bringst mir zwei Bier mit. und ja, Liebchen, <laughs> bringst du ein Bierchen mit. bringst mir ein Bierchen mit. Und ich als Kölnerin kenne nur Kölsch. Ja, klar. Und ich habe nie in meinem Leben was anderes getrunken, gefühlt. <laughs> und da gab es aber dann irgendwie Alt und Karlsberg. Und dann sollte ich ihm halt Bier mitbringen. Für mich war Bier halt dann Karlsberg. Und dann sagt er, äh, als ich wiederkommen bin mit meinen zwei Karlsberg oder insgesamt vier Karlsberg, sagt er dann: Ja, ähm. Was ist das denn da für Pisse, die du mir mitgebracht hast? Ich <laughs> bin dankbar. Ich so wie meint er das jetzt ernst? Oder? Aber das wollte er dann auch nicht trinken. Nein, das wollte er nicht trinken. Ich hab's ihm wirklich, ich hab's ihm so hingehalten. Ja. Ich habe ihn angeschaut und dachte so, verarscht er mich gerade und er meint das ist ernst? Und er meinte es halt wirklich ernst. Yeah, er war gesagt, wirklich stinkig. Jetzt in ein Bier, was weiß ich was du er trinken war, willst, alter. Er war richtig dann richtig stinkig. Und dann und dann sag ich, wie? Und dann sagt er, ja, alt? Ich wollte alt? Ich so, was ja. ist denn alt? Ich dachte, das wäre Bier mit Cola. Du bist so weich, du alter Mann, ey. <laughs> ja, und dann ähm, im Endeffekt musste ich dann halt selber dieses Bier. Und dann musste so leider, ich leider, man, leider ich dieses Bier selber wegknippen. <laughs> selber dieses Bier reinkippen. <laughs> und dann na ja, war ja, aber der Stadionbesuch halt noch besser, war der ja, eben. Da ging es dann richtig gut. Aber irgendwann. hat dir gefallen, sagst du? Ja. Gehen, wir jetzt, gehen wir dann häufiger mal ins Stadion. Ja, wenn du schön willst. in eine Kurve. Ja! Ja? Aber dann will ich auch mal in die Ultrakurve. Wir gehen nicht in die Ultrakurve, <laughs> wir. Wir die. Ultra ich will mich halt nicht prügeln. So. Ach so, nee, aber die haben da ja gute Stimmung. Nicht? Bengalos und so <lacht> Sachen, <lacht> <lacht> äh, Schlägerei. Nee, Schlägerei ich hab, pass auf. Weißt du, was wir, machen? wir gehen mal schön in Ultrablock. Aber ähm, doch, wir gehen schön in den Ultrablock. Ja. Yeah. Äh, wenn Gladbach gegen Köln spielt. Oh Gott. Ich wollte ein soziales Experiment machen. Ich habe erst überlegt. <laughs> Ja, jetzt bin ich gespannt. <laughs> Ob ich mit Köln-Trikot einfach ins Düsseldorf-Stadion gehen soll ah. und gucken soll, wie lange ich, naja, wie lange ich da. Ah. Ne? Ich, sag ehrlich, ich, ich sag ernst. ernst auf den, habe schon geile Ideen gehört. <laughs> also, so für, für die Selbstsicherheit ist es auf jeden Fall nicht gut, das zu machen. Ja, aber irgendwie, ich habe, dadurch, dass ich da nicht so einen Krankenbezug zu so habe. Ja. Ist das für mich so surreal, weißt du, deswegen will ich es eigentlich mal erleben, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen mit den Fußballern unterhält oder mit der Fußballfabrik, dann sagen die dem wahrscheinlich alle, ey, Merle, ganz ehrlich, richtige Scheißidee. Ja, ich habe, ich habe auch schon, eigentlich müsste ich mal vom Prinzip her, äh, müssten wir mal alle Kielstadion fahren, alle mhm. viele besuchen, ich setze mich da rein, ich setze mich rein mit VfB Trikot, VfB Lübeck. Junge, dann geht's aber richtig ist rund. Bist so verfeindet? Kiel-Lübeck ist wie Düsseldorf-Köln. Echt? Fast schlimmer. Oh Gott. Nee, nicht schlimmer, eigentlich genauso schlimm. Aber ey, du darfst, du darfst, äh, weißt kennst du doch kennst du die App noch, Jodel? Kennst du Jodel noch? Ja, aber hab ich nie, ver ich kenne immer nur diese Instagram-Screenshots davon, weißt du? Ja. Das wird doch immer dann auf Instagram gepostet, genau, genau, wenn man die genau. Sprüche sieht. Aber ja. du kennst, kennst du bestimmt diese Saarländer-Witze, weißt du? So die, keine Ahnung, die daten ihre, ihre Schwester. Ach so, so. Ja, natürlich, ja. Ja, ja, hier, ich habe meine Schwester auf Tinder gefunden, gab erstmal ein super Like und solche Sachen, weißt oh, du? ja. So, das ist so, das ist so die Kiel-Gag. okay. Und ich schwöre dir, Jodel in Lübeck ist nur voll mit Witzen über Kiel. Da gibt es sogar einen eigenen Thread, wo einfach nur über Kiel gehatet wird. <laughs> das ist fuck? gottlos. Kiel wird einfach komplett gehasst. Okay, gut. So, und das, das wäre die Energy, wenn ich mich da mit dem v Lübeck-Trikot reinsetze, würde ich straight up eins auf der Schnauze kriegen. Ja, gut, dann war du eine richtige scheiß Idee von W <laughs> Nee, dann das nein. war das wirklich eine schlechte Idee. Und das machen wir, glaube ich, auch nicht dann. Nee, da, dann lass uns lieber einfach ein friedliches Spiel angucken, ja? nicht im ultra block Boah, weißt du, wo ich Bock hätte, EM. Ja? Ja. Wo ist, sie, wo ist sie das nächste Mal? Deutschland. Achso. Oh EM in Deutschland, doch. Und ich spiele auch in Köln. Ich weiß nicht, ob Echt? Deutschland in Köln spielt. Ich wollte aber auf jeden Fall versuchen, mir Tickets zu ziehen. Hab gar keine gekriegt. Jetzt muss ich es mal wieder über Vitamin B klären. Schade. Ja, dann nimmst du mich mit? Auf gar keinen Fall. Gut, schade. Wenn ich muss sagen, keine Freunde habe, nehme ich dich mit. So. Alles klar. Dann sind die Chancen sehr ja groß. <laughs> pass auf. Ey, Mann. Jo, <laughs> der war. Okay, den gönn ich dir, der war gut. Der war Danke. gut. Den, den hast du aber richtig gut abgeholt. Pass auf, wir machen zu Ende der Folge immer das große Cornerbuch. Oh Gott. Du weißt, was das ist, ne? Nein. Natürlich nicht, hast du ja die Folge <laughs> nicht geguckt? Das Cornerbuch ist mein Freundebuch. Ja, da kommen okay. alle Freunde von der Corner rein. Wir sind ja Freunde auch faktisch dessen. Sind wir Freunde mehr, Nur über die Corner. Hast recht. Nein, sind, sind also, würde schon sind Also, gehen wir ein paar Fragen durch. Hast du Bock? Ja. Gut. Name. Merle. <laughs> Merle. Hast du einen Spitznamen? Merli. Merli? Oder Merli? Merli? Merli. Merli. Merls. Ich sag immer Merl. Ja, Merls sagen viele Leute. Merls. Hast du, hast du einen Zweitnamen? Nee. Doch, hast du. Nein, natürlich nicht. Safe. Nein. Doch, du wirst so ein. Doch. Henriette. Ne? Nein. Henrike. Um Himmels willen. Nee, ich heiße tatsächlich einfach nur Merle. Merle. Perle. <laughs> Perle ist der Zweitname. Spitzname genau. Merle, Perle. Ähm, so nennt man dich am besten, wenn man dich jetzt auf der Straße trifft, ja? wie dieser attraktive junge Herr, der gerade hier vor uns äh, kam, gerade so ein Typ rein, also vor der Aufnahme, kam so, yo hi, und er hat einfach nichts gesagt. Der stand einfach nur hat geguckt. Er hat uns und einfach der hat angelächelt. Aber der sah nicht mal weird, der sah total normal aus. Das war nicht mal. Ja, der und, war völlig, also völlig in normalem Zustand. Ja, oder so. ja er gepflegt, einfach, gepflegt, normal, wahrscheinlich so Studententyp, stand hier einfach und hat nichts gesagt. So, okay, er kommt so, sagt so hallo, und wir sagen so ja. Hi, was geht? Weil wir dachten irgendwie, der will jetzt eine Interaktion anfangen, ja, aber er stand einfach nur da und hat uns erstmal fünf geguckt, Minuten angeguckt. Der hat einfach geguckt und dann hat er so gefragt: so, Kann ich zugucken? Wir sagen: Ja, Aufnahme nicht mal angefangen, der ist schon wieder durchgezogen. Ich <laughs> <Der lacht> hat keinen Bock mehr gehabt, tschüss. Er hat schon wieder die schnauze Folge Er hat vielleicht gedacht, dass er sich dazusetzen kann oder so. Wäre eigentlich witzig gewesen. <laughs> Wann das du Geburtstag zweitausenddrei. oder? Sechster, Warte, ich kenne noch jemanden, der einen 10.06. hat. Jimmy. Jimmy? Ja. Ehrlich? Ja, kennst du? Ja, klar. Ja, mich hat... auch am 10., ja. 10.6., äh, krank. 2003 ist halt scheiße, ne? <laughs> 2003. Hast du schon mal so einen jungen Gast hier? Mal, lass mich kurz überlegen. Hugo, ne? Nee, Hugo ist älter als glaube ich, oder? Ja. Hugo ist 2002. Echt? Ja. Kann oder? sein. Ja, doch, kann, doch ich glaube, der müsste ein Jahr älter ich sein. Über, ich muss gerade echt überlegen, ob ich, nee, du bist jüngster Gast bisher. Wobei, wenn wir es ganz genau nehmen, aus der ersten, ersten Corner-Staffel Vorfunk, Mhm. War Stefan, äh, nee, Jong. Äh, Ste Stefan und Jon. Ah. Der, der, der Bengel. Ja, okay. Der, wie alt ist der? 15. Boah, krass. Ich hatte einen 15-Jährigen in der Corner. Ist auch krass. irgendwie wilder Flex. Ja. Oh, weird. Weird <laughs> <das. lacht> <laughs> <laughs> Flex, ja. 10.06. <laughs> das ist, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Löwe ist August. Du bist, das ist das Jungfrau? Nee. Das Zwilling! Zwilling! Zwilling. Das das ey, zwei Gesichter und so. Ja, ja, Two-Face, ah, ja, Two -face. Oh, ja, klar. Two -face. Hast du ein geheimes Talent? Ich kann laut schnalzen. Mach! Oh, ey, das Maja, ist ja nicht. Ja, sag's nicht, wenn du es nicht machen willst. Ich kann's nicht mehr. Mach! Nein. Oh. Uh. oh Gott, das ist nicht. Sind die mehr. die Petten kurz mitgefallen. Was ist das denn? Nee, das, es geht nicht mehr. Doch? Noch mm -mm. Nochmal? Nee, es ging mal lauter. Ich kann es mal richtig laut eigentlich. So richtig so Kanonschlag? Ja. Ja, weißt du, was ich kann? Habe ich euch gar nicht gezeigt. Pass auf. Das ist so traurig, was kommt jetzt. <lacht> <What>? <lacht> <lacht> das ist kein Keiler. Nee, Mach das mal. Das die Unterlippe so anzieht. Das geht nicht. Du hast so ein richtiges Pferdemaul. <laughs> Gut, dann haben wir die Beleidigung auch schon weg. Jetzt wäre die nächste Frage, was deine Lieblingsbeleidigung wäre. Fahren wir mit dem klassischen Hurensohn? <laughs> Nein. Ja, manchmal. <laughs> Online vielleicht manchmal. Ja. Aber was wäre sonst so eine. Wichser, glaube ich. Wichs oh, Wichser ist auch gut. <laughs> Wichser, Wichser knallt auch. Ach, Wichser. Was war dir mal richtig unangenehm? Hm. Kann irgendeine Situation ein Schlag aus dem Leben sein? Kann auch irgendwas in deiner äh, Situation als Streamerin sein, dass irgendwie ein kleiner Fauxpas im Stream passiert ist? Versichert nicht, nicht mal Füße gezeigt oder so. Ich muss nicht mal Arsch in die Kamera gehalten. <lacht> <lacht> Darf man ja jetzt. Alles Hat's für die echt. Kunst. Alles ähm, für die Kunst. Boah, eigentlich ist mir da nicht so viel unangenehm, würde ich sagen. Das glaube ich dir. Hatte ich schon mal eine unangenehme Situation? Nee, kennst du das aber, wenn du mit so 100 Leuten in einem Raum sitzt und alle fangen irgendwie an, sowas zu singen zusammen und irgendwann kommt dieser Punkt, wo alle ihr Maul halten ja. und du verpasst diesen Punkt. Oh, ja, ja, Ganz schlimm. Wenn man weiter klatscht und solche Sachen. Beim ja, Essen gehen und das war so ein Moment und das, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, aber eigentlich, eigentlich bin ich super chillig. Unangenehm. Ja, ja. nee. Cringe. <laughs> cringe bro. Hast du eine komische Angewohnheit? Ich glaube, ich bin generell ein bisschen komisch. Einfach. Ja, das ist richtig. Aber hast du so eine Marotte, wo du sagst, keine Ahnung, du, mein Beispiel ist ja immer, ich wackel immer so manchmal mit den Beinen oder mache hier so, hihihi, hi, hi, so solche Sachen. Nee. Hast du so einen Tick? Hast du irgendwie so ein Ritual, keine Ahnung, dass du irgendwie dich dreimal im Kreis drehen musst, wenn du die Tür aufmachst? Nee, ich laufe immer so ein bisschen so hospitalistisch durchs Zimmer einfach. Wie? Ja, zwischendurch weiß ich auch nicht. Du also läufst, du <laughs> gehst einfach. Ja. Was so was, was, OKF oder was? Ja. <laughs> ja. <laughs> OKF, okay, aber also du schaukst halt einfach so alles so. Also ja, oder ich stelle mich dann so morgens erstmal vors Fenster und gucke erstmal drei Minuten raus. Ach geil, aber ich glaube, mir würde es mir nicht schaden, wenn ich das mal machen würde. <laughs> mal gucken, ob alles in Ordnung ist in meinem Zimmer. Katastrophe, ich schwör bei Gott. <laughs> was findest du richtig scheiße? Dich. Super, nächste Frage. Was magst du denn richtig gerne? <laughs> <laughs> Auf was bezogen? Auf generell? <laughs> mein Gott, beantworte doch einfach die Frage. <laughs> man, Auf man, generell, es ist immer generell. Was ist denn das für eine Frage? Mein Hund. Ja, was findest du gut? Stanislaw. Was ist für eine Mein Frage? Hund, mein Hund. Dein Hund? Ja. Wie geht's eigentlich, Stannislauf, Alter? Ja, super. Stanis. Nuri übrigens. Stanis. Ich schwöre, es ist immer noch äh, so eingeführt worden. Ehrlich? Ja, die fragen immer noch, wie geht's, Stanne. Stanni, Stannis, wie geht's dir? Stannis, wie geht aber Stanislav ist gut. Was ist Stanislav nochmal für eine Rasse? Ein Pudelmischling. Ehrlich? Ja, ein Struppel. Hey, der sieht so struppelig aus. Ja, ist auch ein Struppel. <laughs> Struppelkopf. Ein Struppelkopf. Struppel, der, so, der hat so Haare wie Hugo, so ein bisschen. <laughs> Ehrlich? Oder? Ja, ja aber ein Grauhalt. Ja. Shoutouts. Wie alt ist sie jetzt? Acht. Echt schon so alt? Wie alt wird die noch? Ich hoffe, alt. Digga, wie alt wirst du noch? Was ist das für eine Frage? Okay, ich kriege wieder Drogen, what the fuck? <laughs> Hast du einen aktuellen Lieblingssong, Merde? Ähm. Ja, Inwood Hill Park von. Von, von Black. Kennst du? Von was? Wie heißt von das? Black. Also, wie heißt ich das? weiß nicht. Inwood Hill Park. Inwood Hill Park ja. von Black. Ja, also, Ist es dieser Black, Black mit dem sechs... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er wird Black ausgesprochen. Ich glaube, er wird Black ausgesprochen. Ja, das, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja. Yeah. Digga, ich habe, äh, kennst du. Digga, ich hab einen äh, Artist mal gesehen und ich habe voll lange nicht gerafft, wie man den ausspricht. BB, mhm. dann No und dann so ein Dollarzeichen. Digga, der Typ heißt Baby No Money. Nein, Junge, das ist Leben so weit. Echt nicht? B, -B -N -S. Macht der deutsche englische Musik? Nee, ist ein, äh, ist ein Ami, glaube ich. Okay der nee. ist einfach Baby und no, der hat auch ganz bekannte Songs. Ja, hören wir gleich mal rein. Wir hören gleich mal rein. Wir machen gleich, machen wir gleich die, großen, die große Songrunde. Ja. Was ist die Weisheit an die Welt von Merle? <laughs> Gib mir deine Wisdom, Alter. Meine Wisdom mit 20 Jahren. Also, ich sage. Was willst du den Leuten mitgeben? Kauf schon Merle, jetzt. <laughs> Jeden Tag eine gute Tat. <laughs> Ist das scheiße! <laughs> Jeden Tag eine verkackte gute Tat. Aber ist auch gut. Ist auch nee, gut. ich sag einfach, solange du immer mit dir selber im Reinen bist, hast du alles richtig gemacht. Das ist das Einzige. So, nichts bereuen. No regrets. No, ja, regrets. no regrets. Jawohl, Affe geil. Freunde, dann war's das. Hier mit der Corner mit Merle. Ich danke mich vielmals fürs dabei sein. Danke. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ja, danke. hast du gut gemacht, Merle. Schön. Ja. Bist du stolz auf dich? Ja. Auch kommen, die Folge. <laughs> Auch wenn ich gezwungen wurde. Du wurdest nicht gezwungen, du hast es alles freiwillig ja, gemacht. Ja, habe ich. Im Dienste der Öffentlichkeit. Freunde, wenn ihr euch die Folge reinziehen wollt oder die anderen Folgen reinziehen wollt, könnt ihr das alles natürlich auf Spotify tun, auf allen anderen Podcast-Plattformen. Aber. Auch auf YouTube, da könnt ihr sogar die Folge runterladen, das ist der Kracher. Und in den zdf ard mediatheken können Mudi und Fanny auch mal schauen. Ja, Mut schön, da freue ich mich. Mudi und Fanny, schön, auf dem Fernseher könnt ihr mal einschalten. Äh, und ansonsten war es das hier mit der Korne, bewertet das Video, abonniert den Kanal sehr gerne, da freuen wir uns drüber. Wir sind auf allen Plattformen unterwegs: TikTok, Instagram etc. pp. Schreibt gerne Kommentare, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, warum wir mehr oder nie wieder einladen sollen. <laughs> Und dann geht's auch schon in die Endcard. Bitte. Macht's gut, Kitas. Tschüssi. <laughs> Freunde, wir sind auch schon in der Endcard. Das war's mit der heutigen Henkes Corner. Hier kommt ihr zu einem Video von Mr. 2 go Macht ChatGBT-Schüler dumm oder schlau? Wir werden es dann rausfinden. Shoutouts an Mirko. Und hier kommt ihr zur letzten Corner-Folge. Hier irgendwo könnt ihr noch abonnieren. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Uckowski.